Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Heute gibt es einen neuen Vlog und zwar über meine Weihnachtszeit jetzt. Noch zwei Sachen. Erstens, ich wollte eigentlich viel mehr vloggen, aber weil es jetzt keinen Weihnachtsmarkt gab und so, konnte ich nicht viel machen. Aber ich habe ein paar Szenen aufgenommen, also schaut euch das jetzt gerne an. Und zweitens habe ich gestern in meinem Video eine Verlosung gemacht und zwar mit Magic Shop 200. Ein Copac 310 in Rot könnt ihr gewinnen und ein Copac Gavdeck, das ist unsere Weihnachtsverlosung. Das heißt, wenn ihr da noch mitmachen wollt, übrigens, die Verlosung geht bis 5. Jänner. Am 5. Jänner wird es aufgelöst. Das war mein Fehler, das habe ich gestern falsch gesagt. Ich werde das nochmal auf Instagram sagen. Bis 5. Jänner, bis, nicht bis zum 3. Jänner. Ich habe es im Video leider falsch gesagt. Aber schaut euch das Video gerne an und macht bei der Verlosung mit, denn ihr könnt zwei coole Kartenspiele gewinnen. Also macht gerne mit. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen an in diesem Video vor Weihnachten und sagt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr so bekommen habt. Also let's go! So, der Baum steht jetzt hier schon einmal und er ist auch leicht geschmückt. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, ich werde ihn jetzt noch auf eine ganz besondere Art schmücken. Und zwar habe ich das Schmuckzeug noch nicht da, also werde ich das jetzt mit Karten schmücken. Einen schönen guten Tag. Heute ist Weihnachten, 8.10 Uhr und mein Oldtimer-Müdeblick ist zurück. Und ihr fragt euch jetzt sicher, was ich so bekommen habe und das schauen wir uns jetzt an. Und ich bin sehr müde. I'm so sorry. Okay, ich habe hier einmal Lux von Jigal Mystica bekommen. Ja, kennt man glaube ich, muss man nicht so viel dazu sagen. Dann hier Schokolade, Standard. Ja, hier ist übrigens mein Adventkranz und meine Kekse. Ja. Ja, Schokolade Standard. Dann habe ich hier was ganz Cooles bekommen und zwar die unfassbaren Teil 1 und 2 DVDs. Okay. Und ja, habe ich mir sowieso gewünscht. Also ja, vielen Dank. Dann habe ich hier noch einen Film bekommen. Und zwar Blindside, die große Chance. Wenn ihr diesen Film nicht kennt, schaut ihn euch gerne an. Der ist sehr, 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 sehr gut. Also schaut ihn euch gerne an, wenn ihr wollt. Ja, dann, hier sieht man schon die ganze Zeit natürlich diesen Somnium-Beutel, den habe ich auch bekommen, natürlich mit dem passenden Somnium-Kartenspiel. Ich habe dazu mal ein Unboxing gemacht zu meinem ersten Deck, Somnium-Deck, Infokarte jetzt da oben, okay, Somnium-Deck, ich glaube, haben viele von euch bekommen. Dann hier noch eine Ronaldinho-Tasche, ja, seht ihr hier, okay. Bauchtasche, ja. Warum ist die Kamera so blöd jetzt? So, ja, aha, dann tut es, ja, so ist besser. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen gekriegt, die ich euch jetzt einfach nicht zeigen möchte. Einfach aus dem Grund, dass das was mit den Zaubern zu tun hat und dass ich ja nicht will, dass ihr alles wisst, was ich besitze, weil dann kann ich euch nicht mal mit einem Trick fohlen, aber ich habe hier noch richtig zwei coole Zauber und Insilien bekommen und ja, dafür vielen, vielen Dank. Schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Und ich habe ja noch das Glück, ich habe jetzt am 29. Geburtstag, das heißt, ich kriege im Dezember Doppelgeschenke, also. So, und außerdem habe ich jetzt noch ein paar andere Geschenke gekriegt und das sind jetzt zwei Kartenspiele. Und die schauen wir jetzt einmal gemeinsam an. Also let's go, Kamera einmal hier nach unten. Einmal sind es hier jetzt wieder mal zwei Knock-Karten. Einmal in grün, das ist jetzt unausgepackt. Das lasse ich mal unausgepackt, denn ich habe da hinten noch ein ausgepacktes. Habt ihr auch, glaube ich, schon in den Unboxing gesehen. Und zwar in dem in der Infokarte da oben. Und außerdem, außer diesen zwei Knock-Decks habe ich mir noch was vom Pinky Break geholt und zwar ein Überraschungsdeck. Ich habe jetzt zwar schon reingeguckt, es ist so ein, Hilfe, es ist so ein, kenne ich eigentlich gar nicht, da steht Boreal, ich glaube die heißen Odyssey oder irgendwie so, Odyssey oder so, aber hier steht Boreal, also, ja. Ich würde sagen, wir gucken uns als erstes mal, die Verpackung, da ist übrigens sehr schön bei Pinky Break. Lasse ich mir auf jeden Fall da hinten.
Und jetzt schauen wir uns mal dieses Deck hier an und dann das rote Nock-Deck. Also muss ich mal gucken, wie man das hier aufkriegt. Die Boreal-Karten sind designend. Aha. Universe Card Co. Aha. Da steht jetzt nicht, ob sie von der USPCC produziert wurden. Ich dachte, die sind von der USPCC produziert. Ich muss mal gucken, wie man die aufkriegen. Ich möchte eigentlich das Plastik drauf lassen. Ja, also bitte Tommy im Schnitt das schneller abspielen. Okay, hab's jetzt nicht hinbekommen, aber ich guck mal, ich habe ja heute auch noch ein Zombie-Deck bekommen. Ich habe hier noch das Plastik. Vielleicht kann ich das irgendwie so dann ins Regal stellen. Aber ich guck mir jetzt mal die Karten an. Auf jeden Fall die Schachtel hier ist aus Papier, wie ich das fühle. So, wie kriegt man das Deck auf? Aha. So. Und hier haben wir die Karten. Aha. Ja, die riechen schon mal gut. Machen wir mal. Ja. Ja, das Design gefällt mir auf jeden Fall sehr. Schauen wir uns mal die Karten an. Sehr schöne Karten. Sehr, sehr schöne Karten. Ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Kartenspiel zum Zaubern wegen dem Design, aber einfach für Just for Flex und Just for Have und für Cardistry, glaube ich, ist dieses Kartenspiel schon sehr gut. Ja. Machen wir mal irgend so einen Move. Machen wir mal Spin Doctor. Zack. Ja. Sehr schönes Kartenspiel. Karte bleibt da. Danke. Ich mische mal durch und dann schauen wir uns das Nock Deck an. Ja. Sehr schönes Kartenspiel. Bei den Boreal Karten war es ja sehr schwierig, dass ich das Plastik drauf lasse. Aber hier bei Nock ist es immer so, so einfach. Nock Karten kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da ist immer so eine Lasche. Da kann man das so runterziehen, dann zieht man das ab und schon hat man hier die Öffnung offen, kann sich das Kartenspiel rausnehmen, aber die Verpackung ist immer noch geschützt. Sein Nockdeck kostet nicht viel, 7 Euro im Regelfall und das ist einfach einer der besten, mit Phoenix vielleicht, meine besten Kartenspiele, die ich habe. Ui, oh Gott, wie schaut das aus? Die Face-Karten, die schauen ja mal mega aus. Sehr, sehr schön. I like it. Very much. Dann wie immer eine Blanko-Karte und eine zweite Herzdame. Bei Double-Karten, bei Duplikate, die lege ich mir hier immer in die Hülle. Also ist auch immer gut, wenn man das Plastik drauf lässt. Die Blanko-Karte gebe ich mir dort nach hinten. Und ja, Nockdeck, wisst ihr, glaube ich, wie das ausschaut. Ja. Genau, so. Ja, und das war's auch jetzt schon mit diesem Video. Und was ist das? Mein Stativ? Egal. Aber ja, das war's jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Schöne Weihnachten. Macht noch gern bei der Verlosung mit und bye bye.